Hallo bei der Sims 4 Decades Challenge. Es geht sofort los. Ich hatte ja versprochen, dass wir jetzt in dieser Folge einen Ausflug machen, eine Gruppenversammlung einberufen. Und ich habe auch letztes Mal das Problem gehabt, dass nur noch drei Leute in der Gruppe waren. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, hier die Anforderungen etwas zu lockern, weil ich eigentlich ehrlich gesagt keine Lust hatte, jetzt in jeden Haushalt reinzugehen und jedem dieser Kerle diese Fähigkeiten zu ercheaten. Deswegen habe ich sie einfach rausgenommen. Und alle Typen, die ein bisschen nach Farmer aussehen oder Farmer sein könnten, sollten, müssten, habe ich in die Gruppe eingeladen. Das sieht jetzt so aus. Deswegen werden wir uns dann, würde ich sagen, direkt auf den Weg machen Hemboy und Maxim. unsere zwei großen Jungs mitnehmen und dann dort die Gruppenversammlung einberufen. So, und zwar haben wir jetzt hier diese Bar zur Auswahl. Da ist sogar ein Fluss. Wir wollten ja auch ein bisschen angeln gehen. Das ist sogar in unserer Nachbarschaft noch. Das heißt, das ist dann doch nicht so gut. Hier haben wir natürlich auch Wasser. Da gibt es diese Lounges. Oh, da wohnt jemand. Okay, also hier ist eine Lounge. Oder hier diese Bar. Ich weiß gar nicht, was jetzt so am coolsten ist. Ich glaube, wir gehen mal in diese Lounge. Oder? Ja, warum nicht? Einfach, wir gehen einfach mal. Oder die? Nee, wir gehen mal hier in die. Die sieht sehr klassisch und ja, sehr gut aus. Und wir nehmen mit Louis und William. Und das war's auch eigentlich. Wir nehmen nur unsere Jungs mit. Oh, cool. Mit den großen Kakteen, das sieht ja ziemlich geil aus. Gucken wir uns das direkt nochmal von außen an. Ich habe das, wie alle anderen Gebäude hier, auch nicht selbst gebaut. Ich habe das aus der Galerie. Genau wie diese ganze Straße hier. Geil. Ah, hier mit dem Schiff. Das ist ziemlich cool. In die anderen Saloons hier können wir gerne auf jeden Fall auch irgendwann nochmal gehen. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Hier oben. Okay. Krass, also das sieht echt ziemlich cool aus. Hier hinten ist noch ein kleiner Bahnhof. Und dann schauen wir uns das doch mal innen drin an. Ich werde aber eben schnell die Versammlung starten, damit die ganzen Farmer dann auch Zeit haben, hier anzukommen. Das hat sogar richtig solche. Ach, ist das cool. Es hat sogar so eine richtige Saloontür. Das ist schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Hier dann eine Bar. Das ist ziemlich geil. Das hier ist ziemlich verboten. Ja, weiß ich nicht, warum ich das da stehen gelassen habe. Ich habe die eigentlich, meine ich, vorher kontrolliert. Hier haben wir Badezimmer und Tapeten. Das geht ja mittlerweile. Das ist erlaubt. Ich weiß nicht, soll ich die mal kurz wegstellen? Das ist auch nicht so. Ja gut. Aber das Grammophon darf, ja? Ich werde das eben schnell alles hier noch wegnehmen. Damit wir da auch gar nicht irgendwelche Diskussionen anfangen. Hier oben ist, glaube ich, nichts mehr. Okay, super. Dann können wir loslegen. Also, vor allem ist auch Pocahontas die Barkeeperin. Ja, das wäre wahrscheinlich eigentlich, und wer bist du? Ach, das ist. Ach, okay, er hat sich schick gemacht. Okay, ich würde sagen, dass wir Louis erstmal so den ganzen Farmern sich vorstellen lassen. Falls er die noch nicht kennt. Ich weiß gar nicht, wen kennst du denn jetzt noch nicht? Der scheint die alle schon zu kennen, oder? Da muss doch irgendeiner dabei sein, den du noch nicht kennst. Oh mein Gott, okay, wo bist du überhaupt, Louis? Okay. Ah ja, wir hören hier also der anderen Pocahontas zu. Kennen wir den schon? Ja, scheinbar kennen wir doch schon alle. Dann können wir uns mit unserem Daddy unterhalten ein bisschen. Ich finde
finde das einen richtig geilen Salon, weil, also sieht einfach richtig gut aus. Die gefällt mir wirklich gut. Auch mit dem Schiff, mit der Deko hier alles. So, komm. Dann könnten wir nämlich mal William kennenlernen. Da. So. Okay, und ich denke, dass Williams Hoffnung ist, dass William Junior auch noch mal so ein bisschen hier sich mit allen anfreundet und alle kennenlernt. Das ist Eli Schilling, oder? Ah, guck mal, den kennen wir noch nicht. Und das können wir auch gerne machen, weil William ist ja ein höflicher Junge. Aber ich glaube, dann interessieren ihn doch mehr andere Dinge. Und es wäre ganz cool, wenn es hier einen Schachtisch oder so gäbe oder so einen Kartenspieltisch. Sonst bin ich jetzt fast versucht, ihn mal ans Klavier zu setzen. Ich habe gar nicht, also bei William haben wir noch gar nicht so auf diese Musikalität geachtet. Das hier finde ich ja ziemlich geil, dass Pocahontas hier so eine. Ah, guck mal, hier gibt es sogar eine Geige. Okay, habt ihr jetzt sonst so alles? Was willst du? Louis rumalbern. Und Louis hat dich aber auch immer noch nicht kennengelernt. Ah, Louis möchte hier die Technik ausprobieren, das Grammophon. Der Geburtstag von William naht. Oh mein Gott, ehrlich? Oh nein. Okay. Aber jetzt komm. Wir müssen nochmal unseren Daddy hier kennenlernen. Das hast du immer noch nicht gemacht. Kennenlernen, bitte. Nicht mehr Musik hören. So. Und du, wenn du dich unterhalten hast, würde ich sagen, kannst du mal so ein bisschen da dran rumklimpern? Was ist das hier? Ach so, das sind Gewürze. Ich finde das echt ziemlich cool gemacht. Also, es gefällt mir richtig gut. Habe ich jetzt schon zum 300. Mal gesagt, aber ich wollte auch eigentlich nochmal gucken, ob hier irgendwo ein Wasser in der Nähe ist, wo wir angeln können. Da. So, wenn ihr nämlich jetzt geredet habt. Habt ihr? Ja. Dann kannst du hier bitte mal ein bisschen angeln gehen. Das könnte er eigentlich auch zusammen mit William machen, aber William wollte ja jetzt ein bisschen rumklimpern. So, das ist also der erste richtige Erwachsenenabend, in dem die beiden großen Jungs in die Gesellschaft der Erwachsenen aufgenommen werden und mit in den Saloon dürfen. Was macht sie? Ach so, das ist jetzt wieder oben. So, William hat die Klavierfähigkeit erworben. Ich weiß nicht, ob sich gleich die ganzen Gäste beschweren werden, dann können wir auch wieder aufhören. Aber das passt doch eigentlich ganz gut zu ihm, finde ich. Er ist halt einfach nicht so. Ja, kennen wir mit dir schon Eli? Ja, scheinbar. Frag mal nach der Karriere. Und vielleicht könnten wir auch mal einen Drink bestellen. Also, der Papa ist ja jetzt angeln gegangen. Und damit haben wir auch den zweiten Ort abgedeckt. Das ist ganz cool. Wir hätten mit Louis auch nochmal hier ein bisschen sammeln können. Aber ich finde, Louis muss sich heute so ein bisschen hier in die Gruppe einbringen. Und wir könnten jetzt auch mal ein kleines Getränk bestellen. Zwar für uns selbst. Warum können wir nicht für uns selbst? Hä? Ah ja. Das. Ja, wir könnten mal für die Gruppe bestellen. Wir geben mal einen aus. Und zwar. Was haben wir denn da? Wir bestellen mal einen Saft on the Rocks, oder? Ja, komm. Okay. Also, Eli ist Astronaut. Ja, genau. Verdammt. Oh cool, William hat einen guten Fisch gefangen. Und Louis schläft gleich ein. Bist du schon betrunken? Oder ist das seine Order hier? Okay, und wer bist du eigentlich? Ah. Ah, das ist Kennedys Mutter.
Und ihr Vater müsste auch hier irgendwo sein. Oder der da? Ich glaube, der da. Ja. Schade, dass wir, dass Kennedy so viel älter ist als wir. Und wer bist du? Ah, okay. Ich weiß nicht mehr, wessen Eltern das sind. Ja, irgendwie scheint sich keiner zu beschweren über Louis Angeln. Nein, Williams. Weiß schon was. Du musst auch Getränke bestellen. Haben wir denn jetzt was bekommen? Gehen hier alle schön. Ach so, da kann man sie auch schön selber bedienen am Kühlschrank. Wer bist denn du eigentlich? Das ist doch auch irgendein Indianermädchen. Hier sind lauter Indianermädchen engagiert. Das ist wirklich sehr fortschrittlich. Die ganzen, sie sieht richtig cool aus, finde ich. Sie hat wirklich so diese Pocahontas-Augen. Schade, dass wir mit denen nichts anfangen dürfen. Wir könnten natürlich heimlich. Aber naja, vielleicht irgendwann später. Ich denke, 1900 ist noch ein bisschen früh, um da jetzt so eine kleine Ausnahme zu machen. Aber sonst, also ich finde sie wirklich... Aber dann sind die auch zu alt irgendwann. Sie ist auch schon ziemlich alt. Naja. Da haben wir jetzt unseren Drink. Okay. Hat der Papa auch einen bekommen? Oh, jetzt habe ich doch glatt die Zeit wieder vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehme. Mist. Naja. Wir machen den Ausflug auf jeden Fall noch zu Ende und dann, schauen wir mal. Ach ja. Also es ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die beiden hier eigentlich im Salon sitzen. Ja, Sonny. Über was redest du denn da, Louis? Nein. So, guck mal, du kannst jetzt hier mal... Nee, mit dem Handschuhe reinlegen machen wir nicht. Du könntest mal... hier so eine Abenteuergeschichte erzählen für... die ganze Gruppe? So, für die ganzen Männer. Dann will er sich mal so ein bisschen profilieren. Mal schauen, ob das Eindruck schindet. Okay. Ein riesiger Saloonabend. Ich weiß nur nicht, was hier die Frauen machen und die Indianer. War gut. Er hat sogar ein Ohrring, ist das cool. Oh Mann. Geil. Er ist doch auch hier der Vater von... Ach nee, er hat nur einen kleinen Sohn, ne? Ich dachte, er wäre einer der Väter von den... Warum kümmert ihr euch eigentlich nicht um euch? Das ist doch beknackt. Dann komme ich wieder und dann geht's euch scheiße. So, kümmert euch doch mal. So. So. Und William hat sogar schon Level 2 der Klavierfähigkeit erreicht. Das ist ziemlich gut. Das, würde ich sagen, reicht dann jetzt auch mal. Du kannst dich dann auch jetzt... Hier, vielleicht ist ja irgendwo noch ein Drink übrig. Nee. Was ist los, William? Muss aufs Klo? Oh, ja, oh, oh, oh. Dann geh doch. Na komm, hier. Schnell! Nee, nicht die Geschichte jetzt anhören. Keine Zeit. Geh aufs Klo! Okay. Er ist unterwegs, ich hoffe, er schafft das noch. Und du? Ah ja. Okay, er hört sich jetzt die Geschichte an. Hat er schon fertig erzählt? Weiß es nicht. Louis! Alle gucken dich gespannt an. Und du sagst einfach nichts. Na gut, das ist langweilig. Dann, ihr seid doch nicht eingefroren, oder? Weiß es nicht. Ja, wir sind eingefroren. Tata! So, hat sich hier irgendwas getan? Nee. Ach komm, dann würde ich sagen... Fahren wir mal wieder nach Hause, sonst fällt er mir hier noch in Ohnmacht. Irgendwie hat die Geschichte jetzt alle so ein bisschen
traumatisiert, hypnotisiert, was auch immer. Ja. Aber war doch ein ganz netter Abend, so für das erste Ausgehen der Jungs. Vielleicht hätten wir das nochmal mit den Jungs alleine machen können, statt mit der ganzen Gruppe, damit wir uns so ein bisschen mehr aufeinander hätten konzentrieren können. Aber an und für sich, oh nein, jetzt fällt er um. Ja, das ist das eindeutige Zeichen, das ist Zeit. Das, fand ich trotzdem so ganz nett. Nächstes Mal können wir mal alleine gehen, vielleicht. Nur mit den Jungs. Vielleicht, wenn die beiden hier groß werden. Das wäre ganz nett. Und dann machen wir uns mal wieder auf den Heimweg. Huch, was machst du denn hier? Du solltest jetzt aber schon im Bett sein. Gut, dann schicke ich sie alle jetzt schnell noch direkt ins Bett. Die kommen alle raus, um uns zu begrüßen. Ach, wie süß. Ach Gott. So lange waren wir jetzt auch nicht weg, aber es ist schon 4 Uhr. Okay, Grace ist dafür jetzt überhaupt nicht mehr müde. Oh Gott. Ach du Scheiße, was habe ich dir nur angetan? Es tut mir leid. Okay, also Louis geht es nicht so gut. Gott sei Dank muss er nicht auf die Arbeit morgen, sondern William. Okay, geht einfach alle direkt nochmal ins Bett, dann könnt ihr euch komplett ausschlafen. Und ja, Grace auch eigentlich. Denn es ist ja auch eigentlich gleich schon wieder morgen. Und warum kann ich das nicht wegstellen? Gut, dann bleibt das halt da. Ja, und dann werde ich hier auch Schluss machen für heute. In der nächsten Folge wird es dann soweit sein, dass William seinen ersten Arbeitstag beginnen muss. Wird. Ich bin mir nicht so sicher, dass mit den Berichte ausfüllen, das macht man am Computer, ne? Aber ich denke, dass wir trotzdem, wenn wir das hier erreicht haben, trotzdem befördert werden können, wenn wir immer wirklich gute Leistungen bringen. Das werden wir sehen, aber ansonsten, Business Karriere 3 ist ja auch nicht schlecht. Und, das schauen wir einfach, wie das dann so wird. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Bis dann!